Ja, ich möchte euch heute über ein Thema berichten, was mir sehr am Herzen liegt, schon seit längerer Zeit. Und ich freue mich, dass so viele Leute dazugekommen sind. Es sind ja 50 Leute hier im Raum. Es freut mich wirklich außerordentlich. Als erstes möchte ich euch mal bitten, da drauf zu schauen und mir zu sagen, was fällt euch auf? Vielleicht mal so zwei, drei Leute, die einfach kurz sich anmuten und sagen, was fällt euch an diesen sechs Gleichungen hier auf? Auf einen Fehler. Fünfmal das richtige Ergebnis. Noch eine Stimme? Sind keine Fibonacci-Zahlen. Okay, also die erste Antwort, die ich gehört habe, da ist ein Fehler. Und die zweite Antwort, das sind fünf richtige, das war schon ein Fortgeschrittener. Das heißt also, das Erste, was aufgefallen ist, eine Sache, eine Gleichung ist mathematisch nicht korrekt. Der Schritt zu sagen, aber das sind fünf richtige Gleichungen dabei, das fällt vielen Leuten gar nicht auf oder das fällt vielen Leuten schwer, das wahrzunehmen, weil sie wirklich nur diesen Fehler erstmal sehen. Eine zweite Sache noch, wenn ihr euch mal vergegenwärtigt, was seht ihr in den Nachrichten? Was könnt ihr in der Zeitung lesen? Welche Nachrichten sind das? Steht da drin, heute sind Tausende von Flügen völlig problemlos über die Bühne gegangen? Oder steht da drin, wir leben in einer Zeit, die am friedlichsten jemals ist, wo es am wenigsten Kriege gibt seit Geschichte? Oder steht da drin, oder kriegt ihr zu hören, es gibt so wenig Armut wie noch nie? Wahrscheinlich nicht. Was ihr zu hören bekommt oder lesen könnt, sind Kriege, sind Flugzeugabstürze, irgendwo in China sind 20 Leute umgekommen und so weiter. Das heißt, ihr kriegt hauptsächlich negative Impulse. Und diese beiden Sachen, die ihr gerade seht, einmal die eine Gleichung, die auffällt, die ist falsch und auch diese negativen Nachrichten, das ist der sogenannte Negativity Bias, die Negativverzerrung. Negative Reize, die kommen schneller bei uns im Gehirn an, die werden auch stärker wahrgenommen und die halten auch länger an als die gleichen positiven Reize, also positive Reize in der gleichen Stärke. Jetzt kann man darüber nachdenken, ja, warum ist denn das eigentlich so? Und man geht davon aus, dass das eine Funktion in der Evolution hatte, nämlich dadurch werden wir einfach sehr schnell vor Gefahren gewarnt. Dass unser Gehirn das einfach schneller aufnehmen kann, wenn ein negativer Reiz da ist, quasi eine Gefahr. Behalten wir das mal im Kopf. Ich möchte euch jetzt mal diesen netten älteren Herrn vorstellen. Der ist dieses Jahr 80 geworden. Das Foto ist ein bisschen jünger. Das ist der Martin Seligman. Ein amerikanischer Psychologe. Und er war ab 1998 Präsident der American Psychological Association. Er ist bekannt für seine Forschung zur erlernten Hilflosigkeit, ein Konzept, das er aufgestellt hat, und vor allem auch für seine Forschung, was Depressionen angeht. Aber als er Präsident wurde, 98, hat er gesagt, ich möchte gerne meine Präsidentschaft unter einen anderen Stern stellen und war damit quasi Gründervater der sogenannten positiven Psychologie. Er hat gesagt, ich möchte mich jetzt nicht mehr auf Schwächen oder Störungen, wie zum Beispiel Depression oder erlernte Hilflosigkeit, fokussieren, sondern ich möchte mich auf Stärken fokussieren. Stärken, die Menschen haben. Und was dazu führt, dass Menschen Lebenszufriedenheit haben. Also ihr habt gerade vorhin diese Fragen beantwortet, dem Icebreaker. Da ging es ja genau darum. Was verhilft mir zur Lebenszufriedenheit? Was verhilft mir zu meinem persönlichen Wohlergehen? Und die eigentliche Frage ist, was bringt den Menschen eigentlich zum Aufblühen? Also im Englischen heißt es to flourish. Also was bringt mich dazu, wirklich im Leben aufzublühen? Nicht nur irgendwelche Schwächen auszumerzen, sondern tatsächlich, was bringt mich mir eine volle Blüte? Es gibt Zahlen von einer Frau Liubomirski, das muss ich ablesen, das ist nicht so einfach der Name, das ist eine Psychologin aus Harvard. Und die hat gesagt, dass, was unser Wohlergehen, unser Wohlbefinden angeht, 50% durch unsere Genetik bestimmt sind, 10% durch unsere Lebensumstände und 40% haben wir tatsächlich selber in der Hand durch unser eigenes Verhalten, ob wir jetzt unser Wohlbefinden mehren oder eher mindern.
Also, worum geht es bei dem Ganzen? Wenn wir nur auf Defizite gucken, bei Menschen, und das ist so eigentlich die übliche Herangehensweise, auch in der Arbeitswelt, dann, wenn wir hier eine Mitarbeiterin haben, um Defizite, um Schwächen auszugleichen, muss man eine Menge Energie, eine Menge Zeit, eine Menge Aufwand haben, um zu einem, sagen wir mal, mittelmäßigen Ergebnis, also zu einer mittelmäßigen Fähigkeit zu kommen. So. Dabei ist es viel einfacher und viel schneller und viel erfolgreicher, wenn ich mich um Stärken und Kompetenzen kümmere und versuche, diese Stärken zu stärken, auszubauen und dadurch auch zu einer Exzellenz kommen zu können. Ich gebe euch mal ein Beispiel, was das heißt. Ihr kennt wahrscheinlich alle den Fußballer David Beckham, ein sehr bekannter Fußballer, der hat auch eine Menge Geld verdient. Und Beckham war ein guter Fußballer, aber er hatte auch, sagen wir mal, gewisse Defizite. Das war sein Kopfballspiel, das war sein linker Fuß, war auch sein Zweikampfverhalten. Und er hat immer wieder versucht, daran zu arbeiten. Also er war quasi bei seinen Defiziten, bei seinen Schwächen und hat viel Energie rein investiert, um wirklich da weiterzukommen. Dann ist er aber irgendwann mal bei Manchester United gelandet, bei Alex Ferguson, sein Trainer, und der hat ihm gesagt, lass das, schau doch lieber, dass du das, was du wirklich gut kannst, noch besser machst. Und das ist seine Passtechnik und seine Schusstechnik. Und daran hat er dann wirklich mit viel, viel Eifer gearbeitet und ist dadurch erst zu diesem richtig weltbekannten und guten Fußballer geworden, der er dann war. Bekannter zum Beispiel für seine Freistoßkunst. Ja. Das heißt also, als er aufgehört hat, seine Defizite ausgleichen zu wollen mit viel Aufwand und sich eher um seine Stärken gekümmert hat, erst dann ist er wirklich ein exzellenter Fußballer geworden. Okay. Ich habe jetzt gerade euch den Herrn Seligman vorgestellt. Da geht es um die positive Psychologie. Und der Herr Seligman hat ein sogenanntes PERMA-Modell aufgestellt. Da gibt es auch ein Buch drüber. Und dieses PERMA-Modell beschreibt, wie man zu diesem persönlichen Wohlergehen und zu seiner Lebenszufriedenheit beitragen kann, welche 5 Säulen es dafür braucht. Das ist ein Akronym und wir werden uns gleich mal die einzelnen Säulen anschauen. Die erste Säule, das P, das sind die Positive Emotions, positive Gefühle, so etwas wie Freude, Inspiration, Dankbarkeit, Stolz, auch Neugier und so weiter. Und ihr habt ja gerade den Negativity Bias kennengelernt und die meisten Menschen gucken eher auf das Negative und haben dann natürlich auch entsprechende Gefühle. Das heißt, bei den Positive Emotions geht es darum, ganz bewusst positive Gefühle wahrzunehmen, sie erstmal wahrzunehmen. Es geht auch darum, sie einzuladen und wirklich zu kultivieren, Momente zu schaffen, wo ich positive Gefühle erleben kann. Ganz bewusst. Ihr kennt ja vielleicht diese alte protestantische Arbeitsethik, so erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ja? Und genau darum geht es eben, diese alte Ethik mal abzulegen und wirklich zu sagen, okay, wo erlebe ich denn wirklich Positives? Wie kann ich Positives einladen? Weil mich das nämlich nach vorne bringt. Es gibt dazu die sogenannte Broaden- und Build-Theorie von einer weiteren Vertreterin der positiven Psychologie. Das ist die Barbara Fredrickson, eine Professorin aus USA, sehr bekannt auch für ihre Forschung. Und es geht darum, wenn ich positive Gefühle erlebe, dann habe ich eine ganz andere Wahrnehmungsfähigkeit. Ihr kennt es vielleicht, wenn ihr schlecht drauf seid, wenn ihr genervt seid, sonst irgendwas, traurig oder wie auch immer, dann habt ihr ein relativ enges Gesichtsfeld und seid sehr auf wenige Dinge fokussiert. Und bei positiven Gefühlen ist es eben anders. Dadurch erweitert sich meine Wahrnehmung, ich kann viel mehr Reize aufnehmen und verarbeiten. Ich bin flexibler im Denken, ich bin kreativer, ich bin offener, kann Probleme besser lösen. Und das ist dieses Broaden. Das meint Barbara Fredrickson damit. Und wenn ich dieses Broaden, also wenn ich diese positiven Gefühle kultiviere und immer weiter einlade und darin bin, dann wird über die Zeit, das ist das Bild jetzt, in dem Broaden-Bild, über die Zeit habe ich mehr Ressourcen zur Verfügung. Ich kann Probleme besser lösen, ich habe mehr Selbstwirksamkeit und Resilienz. Und dadurch komme ich in dieses Flourishing, in dieses Aufblühen, was ich vorhin erwähnt habe. Ja, das ist das Broaden. Durch positive Gefühle habe ich eine andere Wahrnehmung, ich habe andere Fähigkeiten, bin kreativer und dadurch habe ich langfristig eine höhere Selbstwirksamkeit. Und die Frau Fredrickson hat auch noch eine sogenannte Positivity Ratio aufgestellt von 3:1 und sie sagt, damit wir in dieses Aufblühen kommen können,
Damit wir an diesen Zustand eigentlich erst kommen können, brauchen wir ein Verhältnis von 3 positiven zu einem negativen Gefühl. Also erst wenn wir 3 positive zu einem negativen Gefühl haben, dann erst blühen wir auf. Und ihr könnt jetzt mal alle überlegen, wie das in eurem Leben eigentlich gerade so ist. Wo seid ihr denn da mit dieser Ratio? Und ich würde mal behaupten, die wenigsten sind tatsächlich bei diesem 3 zu 1. Ja, gehen wir zum, ach ja, das wollte ich noch sagen, genau. Das ist ein schönes Zitat von der Frau Fredrickson, der dieses Negativity Bias auch nochmal deutlich macht. Negative Gefühle schreien uns an und positive Gefühle flüstern nur. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir sie ganz, ganz, ganz bewusst wahrnehmen und uns denen auch widmen. Also das ist das P im PERMA-Modell, die Positive Emotions. Das nächste ist das sogenannte Engagement. Und was ist Engagement? Ist ein Zustand, wo ich so ganz konzentriert bin und ganz aufmerksam bin, wo ich mit meinem Tun sogar richtig verschmelze, wo ich an gar nichts anderes mehr denke, bin so in meinem Tunnel eigentlich drin. Und um in diesen Zustand zu kommen, dieses Engagement, brauche ich meine Stärken. Dafür muss ich meine Stärken kennen und meine Stärken auch einsetzen, weil diese Stärken dann eben dieses Engagement quasi fördern. Dadurch kann ich in dieses Engagement kommen. Und Stärken, davon gibt es 24 sogenannte Signaturstärken, die in der positiven Psychologie benannt sind. Ein Beispiel davon, also meine größten Stärken zum Beispiel sind sowas Weisheit, Urteilsvermögen, soziale Intelligenz, Sinn für das Schöne. Das sind so meine größten Stärken und die habe ich aus diesem Test bei charakterstärken.org raus. Das ist die Uni Zürich, die das wissenschaftlich auch untersucht und dort könnt ihr euch anmelden, kostenfrei und könnt einen Test machen, um eure Values in Action, das VIA, VIA, Values in Action heißt das, herauszufinden. Also wie sind die Charakterstärken bei euch quasi verteilt? Wo habt ihr sie besonders ausgebildet und welche sind bei euch nicht so ausgebildet? Da kriegt ihr dann so ein Ergebnis raus mit Prozentangaben. Genau. Also es ist wichtig, seine Stärken zu kennen und meine Erfahrung ist, dass viele Menschen ihre Stärken gar nicht so benennen können und gar nicht so wirklich wissen, welche ihre Stärken sind, weil sie nämlich eher auf ihre Defizite gucken, auf ihre Schwächen gucken. Sie sind sehr schnell darin, Schwächen zu benennen. Das kann ich nicht gut und das kann ich nicht gut. Aber der Blick auf die Stärke ist eher eingeschränkt. So, aber ich brauche es quasi, damit ich in dieses Engagement wirklich reinkommen kann. Und ein anderes Wort dafür, was ihr vielleicht kennt, ist Flow. Ja, das ist ein anderer Vertreter der positiven Psychologie, der Michai Csikszentmihalyi, auch ein schwieriger Name, quasi begründet hat oder beschrieben hat. Dieser Flow ist tatsächlich, ich gehe völlig in meiner Tätigkeit auf. Das ist wie tatsächlich, ich bin zum Tunnel und ich merke gar nichts hier links und rechts. Ja. Und wie komme ich da hin? Was brauche ich dafür? Und ich brauche dafür quasi einen Ausgleich von meiner Fähigkeiten, meinen Kompetenzen und den Anforderungen. Das heißt, wenn die Anforderungen zu meinen Fähigkeiten passen, also ich bin sehr gut in der Lage, diese Anforderungen zu bewältigen und ich werde damit auch ein bisschen gefordert, das ist auch wichtig dabei, dann kann ich in diesen Flow-Zustand kommen. Wenn meine Fähigkeiten wesentlich größer sind als das, was ich zu tun habe, dann lande ich irgendwann mal in der Langeweile, im Frust, Bore-out, ist ja auch ein Begriff. Und umgekehrt, wenn die Anforderungen für mich zu groß sind, wenn ich gar nicht die Kompetenz habe, um die bewältigen zu können, dann wird es irgendwann stressig für mich. Ja, dann lande ich im Stress. Genau. So viel zu dem E, nämlich Engagement. Als nächstes folgt dann das R wie Relationships. So. Und das sind quasi Beziehungen. Also der Mensch ist ein soziales Wesen. Also wir haben deswegen so gut überlebt, unsere Menschheitsgeschichte, weil wir in Gruppen gelebt haben. Es ist wichtig, dass wir soziale Beziehungen haben und dass wir vor allem auch positive Beziehungen haben, also in denen wir uns wohlfühlen, ja, anderen Menschen. Wenn wir das haben, dann sind wir auch weniger krank. Also Menschen, die zum Beispiel einsam sind und keine sozialen Beziehungen haben, keine guten Beziehungen haben oder wenig Beziehungen haben, die leiden häufiger unter Bluthochdruck, unter Herz-Kreislauf-Störungen, unter Entzündungen und so weiter. Ja, wenn ich aber gut eingebunden bin, dann ist es genau umgekehrt. Und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber hier mein Kollege Michael, der hat ja schon einiger Zeit auch schon mal etwas über psychologische Sicherheit erzählt. Das, was in dem Projekt von Google auch rausgekommen ist, ist ja in aller Munde in letzter Zeit. Und genau darum geht es auch, ne? Dass ich wirklich gute Beziehungen habe
mit denen ich mich wohlfühlen kann, in denen ich authentisch sein kann, in denen ich mich sicher fühle. Genau. Jetzt kommt ein interessanter Satz oder eine interessante Frage. Haben Sie einen engen Freund an Ihrem Arbeitsplatz? Diese Frage stammt aus einer Umfrage, die das Institut Gallup regelmäßig macht in Unternehmen. Und da geht es um den Zusammenhang zwischen positiver Führung, also Positive Leadership, und unternehmerischem Erfolg. Und da könnte man sich jetzt fragen, was hat denn das jetzt hier mit einem engen Freund zu tun? Aber es ist tatsächlich eine Messgröße für wirtschaftlichen Erfolg, weil wenn ich einen engen Freund habe, dann fühle ich mich dort sicherer und aufgehobener. Dann gibt es eine höhere Arbeitszufriedenheit, es gibt weniger Stress, es gibt weniger Krankheitstage, die Arbeitssicherheit ist erhöht, weil auf meinen Freund passe ich ja besser auf. Und auch das Unternehmen hat was davon, die Rentabilität ist größer und auch die Loyalität der Kunden ist größer. Also diesen Effekt haben gute Beziehungen am Arbeitsplatz. Als nächstes kommen wir zum M, nämlich das Meaning, auf Deutsch der Sinn. Es geht darum, Sinn zu erleben. Und der Sinn ist wichtig für uns Menschen. Wenn wir Sinnhaftigkeit haben in unserem Leben, dann haben wir auch weniger psychische Probleme. Dann gibt es weniger Depressionen und weniger Angsterkrankungen zum Beispiel, weniger Rückzug im Leben. Und wenn ich umgekehrt wirklich Sinn habe, dann ist die Lebenszufriedenheit größer und auch die Lebenserwartung ist höher. So. Es geht also darum, dass wir einen Beitrag zu etwas Bedeutsamem leisten können. Und ich habe ein Beispiel dafür von Adam Grant. Das ist ein Organisationspsychologe aus USA, den ich auch sehr schätze, seine Beiträge. Und er ist in ein Callcenter gegangen, in dem Spendengelder für Uni-Stipendien praktisch geholt werden. Und er hat diese Callcenter-Mitarbeiter in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe, mit denen hat er nichts gemacht, das war eine Kontrollgruppe. Und der anderen Gruppe hat er ein Video vorgespielt, ein 5-minütiges Video, wo ein Stipendiat, der davon profitiert hat, von diesen eingeworbenen Spendengeldern, erzählt, was es ihm gebracht hat. Und das Ergebnis war, dass einen Monat später diese Gruppe, die das Video gesehen hat, wesentlich engagiertere Gespräche geführt hat, längere Gespräche geführt hat und, jetzt kommt's, 3-mal so viele Spendengelder eingeworben hat wie die Kontrollgruppe. Das heißt also, weil sie verstanden haben, was der Sinn des Ganzen ist, was sie bewirken durch ihre Arbeit, waren sie wesentlich motivierter und wesentlich engagierter. Und wenn wir über Sinn sprechen, würde ich mal sagen, sowas wie Gewinnmaximierung gehört da eher nicht dazu. Sinnhaftigkeit ist etwas anderes. Was aber auch jeder für sich selber finden muss. Das ist oft was sehr Persönliches, aber man kann gucken, was ist der Sinn in dem, was ich tue? Der größere Sinn, der größere Zusammenhang, für den ich arbeite. Und Viktor Frankl, den ich sehr schätze, finde ich großartige Persönlichkeit, hat bei dem ging es ja eigentlich alles um Sinn. Man on the Search for Meaning, glaube ich, ist sein bekanntestes Werk. Der Wille zum Sinn bestimmt unser Leben. Wer Menschen motivieren will und Leistung fordert, der muss Sinnmöglichkeit bieten. Okay, und damit sind wir auch gleich beim letzten Punkt, nämlich dem sogenannten Accomplishment. Und da geht es darum, dass wir natürlich auch Erfolgserlebnisse haben wollen. Wir wollen sehen, dass wir mit unserer Arbeit oder mit unserem Tun etwas erreichen, dass wir etwas geschafft haben, dass wir Selbstwirksamkeit erleben, dass unsere Kompetenz zu etwas geführt hat. Damit kriegen wir einfach Hochgefühle, ja, oder Befriedigung. So. Und dafür braucht es erreichbare Ziele. Dass wir Ziele haben, von denen wir überzeugt sein können, das schaffe ich. Und das schaffe ich mit den Kompetenzen, die ich zur Verfügung habe. Damit wir da auch hinkommen, irgendwann mal. Und der letzte Punkt, was dann noch wichtig ist, und das ist etwas, was meiner Erfahrung nach häufig vergessen wird, ist, diese erreichten Ziele dann auch anzuerkennen und zu feiern. Ich habe ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Ich war mal mit einem Trainerkollegen in einem früheren Arbeit, habe ich mal ein Training für eine andere Abteilung konzipiert und durchgeführt. Wie wir dachten, ja, das war ganz gut. Und dann saß ich mal mit dem Kollegen zusammen, dann kam unsere Teamleiterin von der Abteilungsleiterin, die Auftraggeberin, zurück und hat uns dann wiedergegeben, was die gesagt hat und hat gemeint, tolle Jungs hast du da.
Und ich dachte mal, oh toll. Und mein Kollege hat einfach nur aufgeguckt und ist dann wieder zurückgekommen zu unserer Arbeit, was wir besprochen haben. Ich habe gesagt, das war doch mal, Thomas, hast du nicht gehört, was wir gerade für eine tolle Anerkennung bekommen haben? Lass uns das doch einfach mal uns drüber freuen. Und er hat gesagt, ja, oh ja, das bin ich gar nicht gewohnt, das habe ich gar nicht gemerkt. Und genau darum geht es, wahrzunehmen, da ist ein Erfolg und diesen Erfolg auch wirklich gebührlich zu feiern. Und dazu passt ein schönes Zitat von der Oprah Winfrey: The more you praise and celebrate your life, the more there is in life to celebrate. Das heißt also, wenn ich meine Aufmerksamkeit darauf richte und wenn ich tatsächlich feiere, dann werde ich auch immer mehr zu feiern haben, weil ich es nämlich erkenne, was ich zu feiern habe. Okay, das ist das PERMA-Modell. Nochmal im Überblick die Positive Emotions, das Engagement, Relationships, Meaning und Accomplishment. Und dieses PERMA-Modell kann quasi als Grundlage dienen für das Positive Leadership. Das ist ja das Thema heute. Diese fünf Bereiche braucht es, um auch wirklich zu einer Zufriedenheit zu kommen, zu einem Wohlergehen zu kommen und auch in der Arbeit. Und was kann ich quasi in der Führung tun oder was kann ich als Person alleine schon tun, um das zu unterstützen? Und um das nochmal kurz zusammenzufassen, die einzelnen Punkte, es geht bei den Positive Emotions darum, sowas wie Freude, wie Interesse, Neugier meinetwegen oder andere positive Emotionen bewusst zu erleben. Erinnert euch an den Negativity Bias, ne? Bewusst diese positiven Gefühle erleben. Und das andere, was natürlich auch immer wieder da ist, Stress, Ärger und irgendwas Negatives, eher zu minimieren und nicht so sehr darauf zu achten. Ihr wisst, Negativity Bias, das geht ganz automatisch und es geht darum, da einen Ausgleich zu schaffen. Das zweite ist, die Stärken genauer wahrzunehmen, genauer hinzugucken und dann auch sie einzusetzen. Ganz konstruktiv einzusetzen und sagen, aha, da sind die und die Stärken bei dieser Person, lasst sie uns doch nutzen. Und damit können wir auch Schwächen kompensieren und auch weniger relevant machen. Wir haben ja gesehen, das ist gar nicht so sinnvoll, sich zu sehr mit den Schwächen aufzuhalten, weil man dann nur viel Energie braucht, um die irgendwie auszugleichen oder darin besser zu werden. Lasst uns lieber mit weniger Energie und schneller unsere Stärken stärken. Ja, die Relationships, es geht darum, die Eingebundenheit des Einzelnen und aber auch die Verbindungen innerhalb von Teams, von Gruppen, von der Organisation zu stärken. Wir haben gesagt, also gehört, das ist extrem wichtig, dass wir uns in einem positiven Zusammenhang befinden. Ja, Mehrwert der eigenen Arbeit verstehen und kommunizieren können, also das Meaning, der Sinn, das ist sehr wichtig. Und nicht zuletzt geht es darum, motivierende, erreichbare Ziele anzustreben. Und wenn wir die dann erreicht haben, das dann auch wahrzunehmen und zu feiern. Das sind also die fünf Dinge, die wir nach diesem PERMA-Modell im Positive Leadership tun können. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf Führungskräfte, sondern das kann jede Person tun, weil ich für mich persönlich ja auch mein eigener Leader bin. Ich führe ja mich selbst. Ich bin selbst in der Führung und diese Dinge kann ich sehr gut auch für mich selber beachten. Okay, und zum Abschluss möchte ich noch kurz sagen, ja, warum sollten wir uns denn eigentlich mit diesem Thema beschäftigen? Klingt ja ganz nett, aber was bringt uns das eigentlich als Unternehmen oder auch als Person? Und dafür gibt es jede Menge Studien. Also die positive Psychologie ist sehr, sehr gut untersucht in den letzten 25 Jahren. In Europa, im deutschsprachigen Raum macht zum Beispiel der Dr. Markus Ebner aus Wien, ist da sehr aktiv. Und welche Effekte kann man dort rausfinden? Was bringt es, wenn positive Leadership im Unternehmen vorhanden ist? Zum Beispiel gibt es weniger Fehltage durch Krankheit zum Beispiel, weil es den Menschen einfach besser geht. Es gibt eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit. Na klar, in einem positiven Umfeld, das mich fördert und das mich auch sieht und wo ich positive Gefühle habe, bin ich auch zufriedener. Es gibt dann auch eine höhere Mitarbeiterloyalität. Also Menschen bleiben einfach mehr länger im Unternehmen und verhalten sich loyaler. Und wenn ich jetzt mal auf die andere Seite gucke, nicht nur Mitarbeiter, sondern Kunden, dann gibt es auch eine größere Kundenzufriedenheit, was für mich relativ logisch ist. Wenn ich Mitarbeiter habe, die zufrieden sind und gerne arbeiten und so weiter, dann haben die auch auf der anderen Seite zufriedenere Kunden. Und das stammt zum Beispiel aus einer Untersuchung über Lebensmitteleinzelhandel. Dort gibt es auch höhere Umsätze. Und nicht zuletzt, und da habe ich sehr gestaunt, das ist eine Untersuchung aus den USA, es gibt auch höhere Aktienkurse in börsendotierten Unternehmen, wenn dort positive Leadership vorhanden ist. Okay, das zum Abschluss nochmal zu zeigen. Okay,
beispielhaft, was bringt mir das denn eigentlich? Was kann mir das bringen, wenn ich dieses Positive Leadership beherzige, was aus der positiven Psychologie stammt? Und damit wäre ich jetzt am Ende meines kurzen Vortrags. Und jetzt ist dann auch noch Zeit für Fragen, wenn ihr welche habt.